Das ist halt der Punkt. Du musst sie nicht selber aufgeben. Und du musst auch nicht von deinen Überzeugungen und deinen Prinzipien abweichen. Und du musst auch nicht alles für jemanden tun, weil dann ist es keine Liebe mehr. Vor allem ist es dann von der anderen keine Liebe. Von der anderen Seite keine Liebe. Dann ist es von der anderen Seite Dominanz. Dann ist es von der anderen Seite teilweise sogar Ausnutzung von deiner Abhängigkeit. Das ist dann keine Liebe, das ist vielmehr emotionale Abhängigkeit. Liebe ist immer gegenseitig. Und alles andere, wie gesagt, ist meiner Meinung nach emotionale Abhängigkeit und davon muss man sich lösen. Man muss sich selber von emotionaler Abhängigkeit lösen. Und ich kann nur sagen, ich will nicht jemanden, der mich braucht, sondern der mich will. Weil er kann, nicht weil er muss. Jemand, der mich braucht, jemand, der mir sagt, ich brauche dich, der kann ich sagen, sorry, tut mir leid. Jemand, der mir sagt, ich will dich, da kann ich sagen, okay. Dann können wir mal schauen, wie wir da zusammenkommen. Und der Unterschied ist halt einfach der, du kannst Dinge, die du willst, kannst du verändern. Dinge, die du brauchst, kannst du nicht verändern. Du bist da nicht frei drin. Gut, ich fange hier gerade an zu philosophieren, deswegen, ich sag hier, I don't know. Es ist fürs Spiels Falsche, ich weiß, aber ich kann jetzt nicht, ich kann nicht alles sagen. Ich kann gerade nicht alles sagen. Nothing ist auch falsch. Weil, ja, sobald Menschen zusammenkommen, geht's halt um Kompromisse. Man muss immer Kompromisse eingehen. Man muss in manchen Punkten nachgeben und in manchen Punkten beharren. Es ist halt dieser Kompromiss. Aber alles zu opfern für diese Liebe, es ist mir alles zu schwarz-weiß hier. Honestly, I don't know. Ehrlich, ich weiß es nicht. Dieses ganze Zeug hier, diese ganze Diskussion, die ist mir alles ein bisschen zu schwarz-weiß. What's asked of me, perhaps? Was von mir verlangt wird, vielleicht? There's no way of knowing until we're in the moment making the choice. Es gibt keine Möglichkeit, das zu wissen, bis wir in dem Moment sind, an dem wir die Entscheidung treffen. Genau, das finde ich eine gute Antwort. Hm, ich schätze, das ist wahr. We like to think we control these decisions, but they're not really ours to make. Wir mögen ganz gerne denken, dass wir diese Entscheidungen kontrollieren, aber sie sind nicht wirklich unsere, die wir treffen. Guck mal auf die Uhr. Wir sollten wahrscheinlich einfach zusammenpacken und nach Hause gehen. I'll meet you back at the trailer later tonight. Ich werde dich später wieder im Anhänger treffen. Gute Nacht. With any luck, we'll have this sucker done tomorrow. Mit ein bisschen Glück werden wir diesen kleinen Wichser morgen erledigt haben. Ja gut, Wichser zu sagen zu einem Auto ist jetzt ein bisschen blöde Übersetzung, aber passt schon. Und es ist wieder Nacht des 18. Tages. So, und wir düsen nach Hause in den Trailer Park. Ich schubsel hier mal kurz auf die Uhr. Eigentlich wäre das gerade ein richtiger Augenblick, um eine kleine Aufnahmepause zu machen. Ich müsste nämlich eigentlich noch was erledigen. Ich würde aber ganz gerne eigentlich ein Vielfaches von... Ja, wobei, zeitlich wäre das echt super. Zeitlich wäre das echt super, muss ich sagen. Deswegen denke ich. Kann ich mit dem nochmal reden? I'm counting on you. Ich zähle auf dich. Okay. Gut. Bevor ich da jetzt reindüse, denke ich, mache ich kurz eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns später. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit und auf Wiedersehen. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Always Sometimes Monsters. Wir sind wieder hier, gehen in den Trailer. Mark wollte eigentlich mit uns reden, oder nicht? So, wir gehen nochmal kurz einen absemmeln. Super. Die wäscht aber auch echt nie die Hände, ne?
So, Hände waschen ist nicht. Na gut, dann gehen wir direkt nach dem Kacken eben pennen. Und Daumen in den Mund. Ach Mann, ich vergesse es jedes Mal. Ja, definitiv essen. So, also, Seekrabbe, einmal, zweimal, dreimal, viermal. So, und dann sagen wir mal schlafen. Natürlich. So. Jupp. Und der Morgen des 19. Tages, ich habe noch 11 Tage. Über. Hi. Ja, bla bla. Ja, ich habe schon drüber nachgedacht und genau. Nein, machen wir nicht. Genau. So, also wir düsen jetzt wieder los, gehen zu diesem Boxclub und dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht die Reifen bekommen. Da ist er ja schon. So, hi. Ey, die Jungs da unten boxen auch gegeneinander, na? Komm, hier, voll auf die. So. Kann ich mit dir reden? Nö. Kann ich mit dir reden? Nö. Kann ich mit den beiden da reden? Irgendwie auch nicht. Kann ich mit dem da reden? You look like you could use a little help in the ring. Du siehst so aus, als ob du ein bisschen Hilfe im Ring gebrauchen könntest. Why don't you take my old boxing rulebook and go study hard in a corner? Warum nimmst du nicht mein altes Boxing Regelbuch und studierst in der Ecke? I didn't become a champion and defeat my arch enemy Dirty Luigi by standing around. Ich wurde nicht durch Rumstehen ein Champion und hab dabei auch noch meinen, ja, Erzfeind, schmutziger Luigi. The Angry Man gave you a boxing rulebook. Okay, dann schauen wir doch mal, was da drin steht. Items. Zack. Left, Jab, Cross. Learn the lean. Don't get hit. Okay, Left ist offenbar gegen Jab. Ah, nee, warte mal. Hä? Nee. Was? The Trifecta of Pain. Also das hier verstehe ich als Jab schlägt Hook. Hook schlägt Cross und Cross schlägt Jab. Also Schere, Stein, Papier. Oder Schnick, Schnack, Schnuck. Oder wie man es nennen will. Also, right ist Jab. Gegen Jab kann ich mich nach links legen.
Gegen Cross kann ich mich nach rechts legen. Nee, was? Also Back, Hook und Jab. Hä? Also ich blick das hier nicht, sorry. Sorry, das blicke ich erstmal nicht. Reden wir mal mit dem Typ, wenn wir es können. Wahrscheinlich nicht. Count it out for me, William. Zähl mich an, okay? Sorry. From 5, Muffin Top, let's go. 5. Oh yeah, feel the burn. Oh ja, fühl den Schmerz. Das Brennen. 4. Komm schon, Baby. 3. Ja, das ist das Zeug. Das ist das Ticket. 2. Oh, das wird schwer. 1. Shit. Hast mich ertappt. Scheiße, was habe ich getan? Ja, komm, ich helfe ihm. Komm schon, ich hab's. Lass es langsam runter, lass es einfach runter. Phew. Danke für das. Danke für die Hilfe. Das nächste Mal werde ich es sicher schaffen. Right, well, welcome to the Big Dog Boxing Club. Nun, willkommen beim großen Hund Box Club. Big Bar. I'm the owner here. You can call me Darren. Ich bin der Besitzer hier. Du kannst mich Darren nennen. Right, I'm Amanda. Richtig, ich bin Amanda. So, what can I help you with? Nun, womit kann ich dir helfen? I was told you might have some spare tires kicking around here. Mir wurde gesagt, dass du so ein paar Reifen übrig hättest. I'm looking to get a hold of a full set for my friend's car. Ich suche nach einem kompletten Satz für die Karre meines Freundes. So, muss den nebenher kurz trinken. Yeah, I've got tires. Ja, ich hab Reifen. I've got tires galore. Ich hab tonnenweise Reifen. Maybe I could give you a couple, maybe not. Vielleicht kann ich dir ein paar geben, vielleicht nicht. I guess it depends. Ich schätze mal, das hängt davon ab. Depends on what? Wovon hängt das denn ab? On whether you or not you've got what it takes to cut it with the Big Dog Boxing Club. Das hängt davon ab, ob du das Zeug hast, um es mit dem Big Dog Boxing Club aufzunehmen. We're a clan of warriors, you know, fighters to the core. Wir sind ein Clan von Kriegern, weißt du, Kämpfer bis ins Mark. I like what I see in you, but if you want my help, you gotta become one of us. Ich mag, was ich in dir sehe, aber wenn du meine Hilfe willst, musst du einer von uns werden. Alright, how do I do that? Okay, und wie mache ich das? By mastering the sweet science and besting my crew in the ring. Indem du die süße Wissenschaft lernst und meine Crew im Ring besiegst. You want me to fight you guys? Du willst, dass ich gegen euch Jungs antrete? No, of course not. Nein, natürlich nicht. What sort of uncivilized brutes do you take us for? Für was für unzivilisierte Brutalos hältst du mich, uns? You've got to beat us at the refined art of Big Dogs Combo Boxing. Du musst uns bei der veredelten Art Kunst des Big Dogs Combo Boxings besiegen. You're crazy, I'm gonna get pulverized. Du bist verrückt, ich werde da wohl pulverisiert. Maybe, I don't know. Vielleicht, ich weiß es nicht. I've got a good feeling about you though. So, don't sweat it. Ich habe allerdings ein gutes Gefühl bei der Sache. Also, mach dir keine Sorgen. Right, well, I was planning on keeping all my teeth today, so maybe later. Richtig, ich hatte eigentlich aber geplant, meine Zähne, heute so noch ein bisschen im Mund zu behalten. Also, vielleicht später. Well, it's the only way you're walking out of here with my prized tires.
Nun, das ist die einzige Möglichkeit, wie du mit diesen wunderbaren Reifen geradezu grandios aus diesen Hallen läufst.